Es geht weiter und wir haben gerade nicht zufällig irgendwie 10 Minuten so rumgedödelt. Nein. Gar nicht. Warum willst du eigentlich immer kämpfen? Das ist wie früher. Weil ich ein Barbar bin. Weil ich ein Baba bin. Komm doch Mir ist vorher zu, Mann. Setz dich zu mir hin, weil ich ein Baba bin. Weil ich ein Baba bin. erstmal aufgefallen bei eurem Kanal, dass alle Crown Exile Videos an das Wort barbarisch drin haben im Titel. Echt ernsthaft, das ist dir jetzt erst aufgefallen? Ich war sehr stolz darauf, als ich mir das ausgedacht habe. Wieso hieß eigentlich die eine Battlefield-Folge "Die Arschbacke habe ich gesehen"? Weil ich Zitat. lustigerweise, als ich durch das Video geskippt habe, um zu belegen, wie ich es nenne, hast du gerade geschrien: Die Arschbacke hat mich gesehen! Und tut mir leid, da war das darauf vorprogrammiert, dass das Video so heißt. Alles gut. Komm, ich lass mir schon gute Titel einfallen. Ich gebe mir Ja. Mühe. Aber die Battlefield-Videos, wir sind auf jeden Fall sehr amüsant. Ja, vor allem bist du wirklich. Es ist. Hast du gemerkt, warum ich dich nicht ohne Grund Schimpfinchen nenne? Also es war schon ein bisschen wie ein Spiegel vorgehalten zu bekommen. Vor allem, weil ich dabei sitze und so ganz entspannt eigentlich bin. Aber das ist halt, ich habe halt Emotionen fürs Spielen. Ja, ist doch völlig okay. Da macht sich auch. Das findet keiner schlimm, ernsthaft. Das ist halt, solange du niemanden hardcore beleidigst, ist alles cool. Ich finde es halt nur lustig, weil halt Rika ja auch jemand ist, die halt da nicht ganz so an sich halten kann. Ja, ist doch auch so, ey. Ich finde es lustig. Ich finde es immer lustig, wenn ich halt mit Leuten dabei sitze, weil die es auch teilweise noch. Also jetzt muss ich die auch nochmal umsetzen. Nicht mehr folgen. Bewegen und bewachen. Bewachen. Kronk wäre bei dem Hochwasser fast gestorben. Warum? Der hat ja, die haben ein Haus und der hat unten im Keller hat er sein Studio, seinen Aufnahmeraum und seine Sammlung in zwei Kellerräumen. Und die haben davon nichts mitbekommen, wirklich bei sich, weil die sind ja 24/7 in der Hütte. Die gehen ja kaum raus. Er, sie war oben am Stream, er war unten im Keller, war am Schneiden. Und auf einmal strömt das Wasser durch das Kellerfenster in seinen Keller rein. Er hatte Glück, weil er war halt umgeben von Strom. Und er hatte nur Glück, weil Sekunden vorher, bevor das Wasser reinkam, ist der Strom ausgefallen. Ja, okay, das ist wirklich Glück. Er sagt wohl, klar, es ist sehr ärgerlich, weil da er hatte halt zwei Kellerräume, die voll gestopft waren mit Sammlerstücken. Und nicht gerade. Billig waren. Ich weiß, der Mann Ja. gibt halt auch viel Geld dafür aus. Ja, er sagte, vieles waren auch Unikate von Firmen selber. Müssen die jetzt alle sein? Sein Schnittrechner ist im Arsch. Alles unter Wasser, sein Hauptrechner wahrscheinlich auch. Ist halt, was die jetzt viel wegwerfen müssen. Ja, das glaube ich. Ja, genau. So, das habe ich jetzt gebaut. Das wollte ich noch unbedingt bauen. Wann Genau. geht's los? Dann würde ich sagen, es geht los, ne? Gut. Wie Henriette, kommen wo wir denn bist du? dahin? Folgen, Henriette. Henriette, goldene Kette. Oh, wie kommen wir denn da hin? Also das da drüben, das kriegen wir ja ohne Problem, da waren wir ja schon. Warte, wo ist denn meiner jetzt schon wieder? Oh. Kommst du wohl mit? Hast du den da hingesetzt? Ja, vorhin, weil er vor der Tür stand. Er ist nicht der Schlauste. Aber Hauptsache, er ist hübsch. Genau. Achso, was ihr verpasst habt, wir haben es geschafft, Schleimsuppe zu bauen. Wollen wir einmal kurz vor Wasser auffüllen gehen? Ja. Genau, und auf jeden Fall, da ist eine Echse. Oh, ich hasse die Dinger, ey. Meine, die spucken ja. Und wie immer hat der Jens sein Messer dabei. Leichter Hinweis, dass sie Durst hat.
So. Ich finde das doof, dass du am PC nicht anvisieren kannst. Also wenn du Maus und Tastatur benutzt. Ja, wenn manchmal. Weil mit dem Controller geht das, da macht das das Kämpfen sehr viel angenehmer. Wieso vier Personen oder vier Lebewesen auf das Vieh eindreschen? So, weg damit. War es hier runter? Ja, Ja. ja. Über dir ist jetzt unsere Base. Oh. Das wäre Und halt geil, hier einen Aufzug zu haben. Schnell Wasser ja, zu holen. zum Beispiel, das wäre noch eine Idee. Was ich zum Beispiel letztes Mal hier entdeckt habe. Na genau, komm mal her. Warte, ja. Hier ist irgendwo ein Geheimnis mit Figuren. Und die zeigen dir das? Genau, hier ist einer. Was? Was da drin? Was? Kannst du mitnehmen? Wieso nimmst du das denn jetzt nicht mit? Warum? Sonst meckerst du immer. Ach, wenn es nur was zum Basebauen ist, ja, das darf der doofe Jens mitnehmen. Ja, du machst es doch auch. Coco Doc. Als Kind voll gern gespielt. Coco Doc? Ja. War mein Lieblingsspiel. Wohin willst du? Nix. Guck, da oben ist unsere Base. Voilà. Jo. Also ich würde sagen, wir können nachher auf jeden Fall noch da das Ding erkunden, mal so ein bisschen. Aber wir wollten ja jetzt wirklich erstmal Sklaven sammeln. Yes. Das Lustige ist, die Kiste war letztes Mal schon da. Das heißt, die Kiste spawnt da öfters. Ich hab die nicht gesehen. Ich auch nicht. Oh Gott. Ich lieb die beiden. wir müssen hier hoch. Ganz viel Tierkram. Warte, muss ich Okay. mich heilen? Du, 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 du. Da ist ein Typ. Oh, bist du des Wahnsinns? Was hat er denn gemacht? Die Hyänen angegriffen. Keule! Keule! Nein, das hat er verdient. Ach, jetzt Keule, jetzt Contenance-Leser. Nicht alle aufschlitzen. Er hat's nicht so gemeint. Du kommst. Jetzt nur einmal drauf oder die K.O. machen. Weiß ich nicht, ich glaube K.O. machen. Warte. Wie benutze ich das denn? Hast du den einen schon erledigt? Weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, bist du das K.O. oder bist du das getötet von den. Er ist tot. Oh Gott. Die Hyänen haben ihn zerfetzt. Ach, der andere ist hier drin? Der ist da reingebackt.
Okay, das kriegen wir so nicht klein. Aber wie benutze ich denn das Seil? Die müssen K.O. sein, dann bindest du den das mit dem Fuß und Dann nimmst du müssen mit. wir aber hier Hani und Nani mal einstecken. Ja, das müssen wir dann wohl. Ah, warte. Wache halten, nicht mehr folgen. Verhalten. Ja, warte, Verhalten. Pack die mal eben in Taktik, mein Inventar. Aktivität. Verhalten. Bleiben und verteidigen. Fernkampf bevorzugen. Nahkampf. Kann man die in sein Inventar packen? Konnte die eigentlich in meinem Inventar packen? So jetzt nicht mehr. Ah, warte mal. Bewegen und bewachen, folgen, Band brechen, Inventar öffnen, verwalten, Werte. Nee, geht gerade nicht. Müssen wir sie wahrscheinlich mal kurz nach Hause bringen. Ja, du kannst aber einstellen, dass die nicht angreifen. Ja, habe ich glaube ich auch gerade bei Taktik eingestellt, ne? Ja, habe ich jetzt auch. Folgen. So. Die folgt dir trotzdem, aber sie greift es Hast halt du die nicht mehr Kiste an. auf? Nein, die Ja. Kiste hat sie nicht geleert. Habe ich nicht? Nee. Ich Lass den dachte, was. Jens ruhig Ich dachte überladen. gerade, was ist das denn für eine Butze? Das ist unser Haus da hinten. Was soll das denn? Hallo, Butze? Ja, Butze. Will ich ja wohl nicht gehört haben. Henry. Kriegst du deine weg von dem Typen? Wird sich gleich zeigen. Die wird hinterher kommen. Jo, steht ja auch folgt. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen, ne? Warte mal, da war unser Haus. Ich muss gerade gucken, wo diese eine Stelle war. Boah, so starr ich sehen hab. Genau, Wir das sind war da hier hoch und oben, dann da unten. wo dieser Stein ist. Das ist hier zwischen den beiden Steinen. Zwischen welchen beiden Steinen? Da, wo du hinguckst? Der rechte und der. Der hier und der da. Das ist zwischen den beiden. Weil wir sind hier hochgelaufen zum Dorf und haben runtergeguckt. Das war da. Ja, genau, das war dann hier oben auf diesem Hügel nämlich drauf. Auf den man durch den Schlitz hier sieht. Genau, und da müssen wir jetzt Ja. irgendwie hochkommen. Wir müssen erstmal dahin. Das meinte ich damit. So, hier geht's ja zu dem. Bindings. An Nee, sich. Riesenkroko. An sich müssten wir irgendwie da auf den Berg klettern, ne? Lass doch erstmal zwischen die beiden Steine laufen und gucken, ob man gleich einfach so hoch kann. Ja, dann machen wir das. Weil ich denke mal, die haben Eingang. Höre ich hier jemanden? Ah! 5. Au! Wieso greift deine wieder an? Kümmere dich mal um deine Hygiene. Wenn der Typ sich auf dich fokussiert. Ah, okay. Er ist tot. Ah, toll. Aber wieso? Naja, wir haben da hinten ja noch ein paar. Können ja noch ein bisschen üben. Henriette. Kämpfer. Taktik. Bleiben und verteidigen. Ja, toll, jetzt muss ich mich heilen. Dus. Henriette, wo bist du denn? Hier, du willst doch Menschenfleisch haben. Kann ich denen das übrigens irgendwie geben oder so? Macht das dann immer da unten bei Ernährung? Klicke ich das? Ich gebe das in ihr Begleiterinventar, klick da drauf und benutzen. Dann geben die das. Also ich habe sie jetzt ins Inventar gelegt. Und dann drauf auf das Fleisch klicken und dann kannst du ja benutzen drücken. Okay, aber ich will sie ja nicht selber essen. Nee, tust du ja nicht. Okay. Wenn das in ihrem Inventar ist, Hoffe oder? ich. Ja. So. Wo bist du? Hinter dir? Achso, du wärst schon runtergelaufen. Hast
Ach so, du meinst da, ja, da oben ist nix. Also da gibt's keinen Weg hoch. Nur greifen deine immer noch an. Weiß ich nicht, ich muss gleich mal gucken. So, jetzt nochmal. Also, Henriette. Nee, Verhalten. Aktivität. Folgedistanz. Taktik. Ich mach. Nichts angreifen. Taktik. Bleiben. Nahkampfverfolgung, Fernkampfbezogen. Bleiben und verteidigen. Nein, geh auf Verhalten, Aktivität Ah, und okay. dann nichts angreifen. Alle Gegner. Angriffsdistanz. Verfolgungsdistanz. Nichts angreifen. Okay. Habe ich eingestellt. Haben wir noch. Hast du noch Essen dabei oder so? Ja, komm her. Ich kann jetzt gerade nur fette Raupen essen. Weil ich kann die Fleischfetzen zwar aus irgendeinem Grund, kann ich die nicht, doch kann ich, warte. Bitte schön. Ah, okay. Hast denn das deine alle oder nur ein paar? Nee, ich hab noch. Ah, okay. Hast du die alle mitgenommen? Ja. Ich sammle die schön fleißig ein Oh und ja. jetzt wissen wir, wie hier die Arbeitsverteilung ist. Ich bin halt der Prinzessin. Baba. Prinzessin. Wieso, ich Nun, bin der Mann. ich bin Barbarella. Da ist es doch schon. Ja, da oben ist, das ist das riesige Schiff, was wir gesehen haben. Da wollten wir hin. Ja, an sich ist da auch noch ein Lager. Ich wollte ein kleineres haben, um erstmal zu gucken, aber gut. Da haben wir wenigstens genug Auswahl im Kann auch sein, Material. dass hier gleich wieder einer runterfällt. Krokodok? Ach, hier ist noch ein kleines Lager. Na cool, dann Keule raus. Ich glaube, wir müssen da nicht komplett tot machen mit. Es hieß K.O. machen. Ich kann aber ansonsten gleich nochmal gucken. Bleib mal liegen, Kollege. Pass auf, da kommt einer von hinten. Ui, 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 die zerfetzen mich gerade. Hab einen, der ist tot. Dann müssen wir irgendwas anderes machen. Warte mal. Nein, pack doch mal die Keule weg. Warte. Er benutzt das Seil aber auch irgendwie nicht. Nee, auch tot. Ich lese gleich nochmal Angestellt. den Text, den ich gefunden habe. Ich glaube, besser ist das. Bethor is dead. Wo sind die andere Leiche? Hast du nur getötet, weiß ich nicht. Ja, aber die lag hier irgendwo. Ich wollte die noch looten. Strange. Ja, lies nochmal. Ja, dann Handy her. So. Dann unterhält Lisa euch so lange. Klar, ich Spaßkanone. Ja, das sagst du jedes Mal und nicht mal probierst du's. Ich, weil ich dann überfordert bin. Ja, dann gib dir mal Mühe. Bist erwachsen. Oh. Aha. Solche Töne auf Bevor ihr einmal. überhaupt daran denken könnt, euch ein Level 10 erreicht haben, erst dann könnt ihr nämlich die entsprechenden Fähigkeiten freischalten, die euch erlauben. Rateschmerzen, Faserfesseln, Knüppel, Schleimsuppe. Damit geht's endlich an Eigenschaften. So. Damit geht es endlich eingemachte. Durchstreift die Welt, bis ihr einen potenziellen Sklaven entdeckt. Das sind im Westlichen alle NPCs, denen keine feste Aufgabe im Spiel zugewiesen wird. Ihr könnt also beispielsweise keine Questgeber versklaven.
Habt ihr ein Opfer gefunden, gilt diese niederzuprügeln. Wichtig hierbei, ihr dürft eure zukünftigen Gefangenen nicht töten, sondern ihnen lediglich bewusstlos schlagen. Und genau aus diesem Grund benötigt ihr auch einen Knüppel, mit dem es problemlos möglich ist, Gegner umzunocken. Liegt ein Sklave stehend im Staub, wird es Zeit, die Faserfesseln auszupacken. Diese legt ihr dann in den Armtropf und zerrt ihn zum Rad. Wie kann man Trolls heilen? Welche Sklaventypen gibt es? Okay. Also das ist das, was ich hatte. Hast du noch einen anderen Artikel vielleicht? Nee, kann ich aber nochmal raussuchen. Ich drücke mir jetzt die ganze Zeit 8. Ich würde schon gern Sklaven. Aha, so eine bist du also. Das ist aber eine Steinkeule und kein Knüppel, ne? Ah, dann könnte das da natürlich das Problem sein. Hier, ich hab doch hier Knüppel. Ist was ganz anderes, du Mäuschen. Ernsthaft? Ja. Das ist direkt im Inventar. Also bei mir ist es neben dem Seil. Das ist so ein Stock, den mit so grünen Dingern drumherum gewickelt. Siehst du, ich hatte nämlich Keule im Kopf und nicht Knüppel. Ja, dann müssen wir nochmal zurück Leder holen. Ja, wir brauchen 16 Leder. Ja. Woher jetzt der andere Typ ist, der andere Leichnam, das stört mich total. Henriette, gib zu, du hast ihn gegessen. Deswegen sterben alle. Die sterben, weil wir so schön sind. Ja, daran wird's liegen. Ich glaube, da bist du nicht ganz so von überzeugt. Ich höre Zweifel in deiner Stimme. Ja. Dann können wir aber auch die Hyänen zu Hause lassen, ne? Eigentlich schon. Wobei sie zum Tragen gut geeignet wären. Aber ich meine, sie machen ja nichts jetzt. Ja, also für einen Kampf. Aber man könnte ihnen halt Sachen in die Hand drücken. Deswegen können wir sie auch mitnehmen. Kann das übrigens sein, dass du alle Fackeln im Haus gelassen hast? Ja. Das war gut. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Ich denke mal, wir müssen dann gleich bei dem Boot alle niedermetzen, bis auf die letzten zwei. Ja, vielleicht finden wir noch irgendwo ein kleines Camp. Oh, keine Ausdauer mehr. Auf jeden Fall eine Fackel mitnehmen. Also meine Bitte wäre an dich, du verteilst an unserem Haus überall Fackeln. Hab ich doch schon halb. An den Wänden oder nur gebaut? Ja, an den Wänden. Ja, aber auch von außen. Dann spannen die mal. Wissen Sie, was das kostet? Ja, ich hab ja vieles von dem Zeug eingesammelt. Ja, also, weiß es ja. Arrogante Kleine. Ja? Ja. Ich mach die Dinger, ne? Komm, du mir mal nach Hause. Draußen in der Gerberei müsste auch Leder sein, ne? Hab ich schon. Hast du schon. Ich nehme eine Fackel mit. Pam, pam. Wo haben wir den Stöcker? Ist in der Schmiedewerkbank. Ist der bis hierher gekommen? Ja, ist hallo? Das? Henriette, du darfst gerne. Gustav, du darfst auch ruhig töten. Was ist, tötet der dich und das darf nicht? Warte. So. Geht ja wohl noch, meine Hyäne anzugreifen. Könnt ja wo. Vogel. Weil hat die echt schon wenig Energie gehabt. Also die hatte nur noch Hälfte Energie. Weg damit, das kommt woanders hin. Fleisch verzünden, Fleisch. Das. So. Mm.
Ja. Warte mal, Henriette, du hattest doch, glaube ich, noch Kram. Genau. Pam, 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 pam. Danke. Was tust du? Hab sie hier hingelegt, ne? Was? Ach, da. Den Knüppel. Und hier ist eine Fackel. Siehst du, dass ich gerade eine in der Hand habe? Trotzdem. Nein, das nicht. Das dahin. Ich muss nur gerade mich aussortieren. Hier liegt Naja. eine Axt, ne? Hä? Was passiert denn hier ständig? Hast du denn eine Axt weggeworfen? Denke. Das da wollte ich. So. Das kommt dahin, das dahin. Und weiter. Ist nichts mehr. Ich will nur gerade mich hier aussortieren, ne? Kein Stress. Müde. Oh ne, es geht eigentlich. Ja, ich schon. Die Kündchen eben. Ja. Wie immer. Ticks. Das habe ich nirgendwo. Ihr seid ja alleine. Ja, sind wir. Heute will keiner mit uns. Ich sortiere gerade Kram zurecht. Henriette stört. Jetzt stört sie mich da. Muss an dir vorbeiklettern. Tut mir leid, ja, kannst du ja nichts für. Das hier ist übrigens ein Henriette, meine Hyäne. Das dahin, das dahin und das dahin. Ah, ja, komm, die Bären tun wir auch dahin erstmal. Süß. Ja, und kann ganz schön austeilen. Die Kohle muss mal weg, das muss mal weg. Die Kohle packe ich da unten hin. Hier in die Öfen. So, da ist die Kohle. Da kommt das hin. Und da kommt das hin. Das kommt weg. So. Immer noch beschäftigt. Ich bin fertig. Okay, wir treffen uns vor der Tür. Okay. Bin da. Wollen wir noch mal in dem Eindorf gucken, ob die jetzt endlich da sind? Ist ja nur Welchem? hier gegenüber. Das hier. This way. Und Hast du mein meine? Schrein steht scheiße. Ja? Ja, alles gut. Ich habe Flecken im Gesicht bekommen. Eventuell gehe ich auf irgendetwas. Oder es ist der Stress. Ja, Rika, das tut mir leid, wenn du auf irgendwas reagierst. Da, guck, jetzt sind da welche. Das sind Skelette. Ah, okay, ja gut, dann können wir da nichts machen. Gut, dass wir denen gesagt haben, die dürfen kämpfen. Die übertreibt doch nicht hier. Ist aufgestiegen. Nee. Ja, gut.
Nein, mein Gustav ist verkoppelt. Okay, jetzt waren hier auf jeden Fall welche, aber nichts Keine von dem, Menschen. was wir gebrauchen könnten. Wollen wir noch mal in das andere Dorf da hinten gucken? Können wir. Okay. Ja, kannst mir die Flecken ja morgen zeigen, ob sie so schlimm sind oder ob es jetzt wirklich nur auf irgendeine Reaktion ist. Vielleicht reagierst du auch nur auf irgendein Waschmittel oder so ein Kram. Mir fällt übrigens auf, hast du irgendwas zum Heilen dabei? Ja. Könntest du davon was abgeben vielleicht? Bitte? 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 Ja, kann sein. Ja, ich weiß. Bitte schön. Merci beaucoup. Hauen wir mal weg, das Ding. Das Problem ist, ich trau mich gar nicht, Aloe Vera Flächen zu basteln. Ich irgendwie das Gefühl habe, du willst, dass das dein Ding bleibt. Ja. Och, müssen wir jetzt zu den Dingern da. Oh. Ja, müssen wir. Sind die echt lästig. Ja, aber da oben sind Menschen. Dann würde ich doch trotzdem sagen, wir metzen alle nieder, bis auf die letzten zwei. Kann ich über mein Handy das Bild größer machen? Ich erkenne die Schrift im Spiel nicht. Ja, ich glaube, du müsstest dann nur auf Vollbild machen und dann dreht er das automatisch. So. Penny. Penny? Wie viele seid ihr da oben? Könntest du? Ah, die Helene. Der ist jetzt tot. Ging nicht. Meiner auch. Muster, Verhalten, Aktivität, hör auf. Gustav, verhalten. Wir haben darüber gesprochen. Ach, hier sind noch welche. Nicht angreifen. Eins, zwei. Okay. Aber der ziehen wir jetzt nicht so viel ab, oder? Nee, aber die hat jetzt eine obere Leiste. Ja, aber ich gehe mal zu dem. Ja, mach mal. Oh, ich kämpfe mit zweien. Das will ich jetzt natürlich nicht. Ey, 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 ey! Stopp, 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 stopp. Okay, und den da habe ich schon angeknuspert. Sechs Pfeilen. Nice, ich hab's so. Ah, okay. So. Dann 5. Und dann einfach benutzen oder was? Ja, dann Ja. kannst du ja einfach benutzen. Komm mal mit, Junge. Das ist ein sehr elastisches Seil. Ja, wir müssen nur gleich noch ein Dingen bauen, ne? Wir haben ja bis jetzt nur eins. Oh Gott, wo ich den durchschleppe. Das ist bis jetzt mein Lieblingspart. Naja, Menschen verschleppen, das dachte ich mir, dass dir das gefällt. Wir müssen die Schrift unten größer machen. Welche von mir oder was? Erstmal wir gar nicht. Das muss immer der Jens machen. Ich weiß gar nicht, wo lang geht du mal vor. Und die Leute gucken das ja nicht notgedrungen am Handy. Ja, hinter deinem Namen. Das Let's Learn to Play. Die Folge ist schon vorbei.
Wir schleppen die noch eben nach Ja, Hause. ja, ja. Schatz, ich war einkaufen. Das sieht auf jeden Fall lustig aus. So. Das kommt mir etwas klein vor. Ich kann auf jeden Fall gucken, ob ich es so groß wie den Namen ungefähr mache. Liegt aber auch daran, dass es nicht gefettet ist und kursiv. Hoffentlich kriegen wir die jetzt hier durchgeschwabbelt. Jupp, jupp. Ja, durchglitschen. Oh, da kommt zuerst rein. Ich bin als erstes unten. Na. Oh, da kommt zuerst rein. Was mache ich denn da rein? Nee, du brauchst noch eins. Was brauchtest du? Fasern, Stein und. Eisen. Und Eisen bricht. Nee, ich Okay. brauchte Zwirn. 50 Eisen und 200 Holz, 200 Stein. Okay, ich baue dir mal schnell noch eins. Ich warte hier mit meinem Gefährten. Das würde reichen. Gerade eine Trophäe bekommen. Doch. Ich höre das Geräusch immer nur, aber ich sehe es halt nicht. So, also. Das brauchen wir. Eisen war das und Zwirn. 50 Zwirn, 50 Eisen. Okay. 50 Eisen. Und haben wir hier noch irgendwo Zwirn? Nee, ich glaube, wir haben kein Zwirn mehr. Guck mal, wie viel ich noch herstellen kann. Ich habe hier noch 5 Zwirn. Ich kann noch 17 herstellen. Na, da muss ich kurz runter. Mach mal. Oh, mache ich. Das geht dann schnell. Ich muss nur kurz dann gegen eine Eidechse kämpfen. Checks. Moment. Nimm Henriette mit. Ich packe hier schon mal den Schleimkram rein. Okay. Machen wir gleich. Das Gute ist nämlich, dass ich die Sichel dabei habe. Na gut, dann geht's ja fix. Ja. Was hast du gerade geguckt, Frau? Ach ja, Henriette, du darfst jetzt wieder angreifen. Wo war denn alles angreifen? Ne, das war Angriffsdistanz. Zurück. Hunter, Hunter. Ah. Hunter, Hunter. Aber ich bin dafür, wenn wir dann. Wir kommen ja nächste Woche. Darauf die Woche. Ich muss meinen Kalender öffnen. So. Ich beende jetzt erstmal kurz die Folge Mach und in der mal. nächsten Folge geht es dann weiter, wie wir unsere Sklaven Versklaven. nett behandeln. Ja, genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.